Die Gemeinde des Schulzentrums Valeria Koch sieht es als wichtige Aufgabe an, den Namensgeber einer Einrichtung würdig zu gedenken und hat daher im Rahmen von Schulprojekten eine stetig wachsende Ecke in der Halle geschaffen. Außerdem wurde zu Ehren von Valeria Koch eine Holzstatue und Wortmosaik des Schriftstellers angefertigt. Wir befinden uns im Valeria Koch Bildungszentrum und beim Eintritt sieht man links die sogenannte Valeria Koch Ecke. Valeria Koch, ungarndeutsche Dichterin, ist Namensgeberin unserer Schule. Und was wir hier sehen, das sind ihre persönlichen Gegenstände, wie früher diese in ihrem Arbeitszimmer eingestellt waren. Sogar die Reihenfolge der Bilder an der Wand versuchten wir so darzustellen und zu rekonstruieren, wie das früher war. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir diese Gegenstände hier bei uns haben. Und was mir besonders gefällt, die Schreibmaschine von ihr zum Beispiel oder Kleidungsstücke, Hut, also als wäre sie auch heute noch hier unter uns. In der Halle, nicht weit von der Ecke, ist auch eine Holzstatue zu sehen, bei deren den Herstellung der Holzschnitzer Antal Dehant aus Nadas den Schüler hefte. An der Wand hängt das bekannteste Bild von Valeria Koch mit einem Hut, der aus einem Wortmosaik besteht. Jedes Jahr haben wir Nationalitätenprojekte an der Schule, sowohl an der Grundschule als auch am Gymnasium. Und wir beschäftigen uns mit den Traditionen, mit der Kultur der Ungarndeutschen. Vor 3 Jahren hatten unsere Schüler und Schülerinnen gemeinsam mit dem Künstler Anton Dehant aus Nadas, Mecsek Nadas, diese wunderschöne Statue gemacht. Es geht um die Dichtung von Valeria Koch. Und die Statue wurde von Antal Dehant zuerst gemacht, grob, und die Illustrationen und die Zitate, die sind dann die Arbeiten unserer Schüler. An der Wand sehen wir ebenfalls ein Projektprodukt. Das zeigt uns ein Foto eigentlich von Valeria Koch. Das ist das berühmte Foto Valeria Koch mit dem Hut. Und wir haben Schlüsselbegriffe ausgewählt zu ihrem Leben und zu ihrer Dichtung. Und von diesen Wörtern zusammengesetzt, so entstand dieses Bild. In der Schule ist auch ein Denkmal für die in der Vertreibung nach Deutschland und in die Verschleppung nach der Sowjetunion deportierte Schwaben zu sehen. 2016 hatten wir das Gedenkjahr zur Verschleppung und Vertreibung. Und damals hatten wir mit unseren Schülern ein großes Projekt gehabt, auch zusammen mit der Bündelaktion der Landesselbstverwaltung der Ungardeutschen. Hier wurde das Bündel gestartet, es war eine Landesaktion. Und damals hatten wir gemeinsam mit unseren Schülern diese Gedenktafel entworfen. Und was wir an der Tafel sehen, das sind Gleise, die in das Unendliche führen. Das zeigt uns, dass viele Verschleppte nicht zurückkehren konnten, zurück nach Ungarn. Und das zeigt uns auch die Vertreibung nach Deutschland, die Verschleppung einige Jahre vorher in die Sowjetunion. An der Schule gibt es viele Möglichkeiten, sich mit der deutschen Kultur und Sprache auseinanderzusetzen. Den Schülern werden viele Möglichkeiten geboten, die sie mit neuen Erfahrungen und Kenntnissen bereichern. Also in unserer Schule gibt es zahlreiche Nationalitätenprogramme, an denen wir teilnehmen können. Eine davon ist zum Beispiel, sind unsere Austauschprogramme, die eine lebenslängliche Erlebnis uns geben und wo wir unsere deutschen Sprachkenntnisse verbessern können und Freundschaften schließen können. Andererseits gibt es auch tägliche Projekte, wo wir mit das Leben von unserer Schulnamengeber, zum Beispiel Valeria Koch, begegnen können. Und das gibt auch ein Plus, was zum Beispiel vielleicht in anderen Schulen nicht, andere Kinder nicht bekommen können. Also wir haben einen Chor. Mit dem Chor singen wir ein paar Wochen vor Ostern zum Beispiel Johannes Passion zusammen mit den Lehrern. Und außer dem Chor gibt es auch eine Blaskapelle, wo ich mitspiele und wir haben auch viele Auftritte dort. Es gibt auch einen Valeria Koch Tag im Frühling.